Hallo, heute mal wieder ein neues Tutorial. Und zwar habe ich mir bei eBay Kleinanzeige den Wall Perfect von Wagner, und zwar den Wall Perfect W665 geschossen. Wer was ist geschossen? Gut, eBay Kleinanzeige halt ersteigert, gekauft, ausgemacht, gehandelt, wie auch immer. Das ist das Gerät. Ist an für sich ganz einfach, ist im Prinzip ist es einfach nur ein Gebläsemotor in einen Karton, in eine Kiste verpackt, fertig. Ne, gerade schön Gehäuse, ist relativ leicht, Kabel relativ kurz, finde ich ein bisschen schade, weil ein längeres Kabel könnte die Scheiße sparen, dass du Verlängerungskabel brauchst. Aber ich denke, die sind davon ausgegangen, dass man im meisten Fall immer Verlängerungskabel braucht, und haben sie hier ein kurzes Kabel dran gemacht. So. Heute möchte ich mir hier im Wintergarten, habe ich hier so ein schönes, ich weiß nicht, ob mich erkennt man es ein bisschen, in eine Kaffeetasse runtergefallen. Hier habe ich einen Kaffeefleck an der Wand. Den habe ich jetzt relativ spät entdeckt. Und will den Kaffeefleck jetzt quasi mit dem Wall Perfect W665 übersprühen. Und die Wand an der Stelle zumindest wieder schön weiß kriege. Ich versuche das nicht über die ganze Wand zu sprühen, ich versuche es dann nur auf dem Fleck und lasse es dann rechts, links ein bisschen ausklingen, sage ich schon mal. Und, vorbereitet habe ich hier weiße Wandfarbe für den Innenbereich. Habe das ganz einfach gemischt. Ich habe hier 600 ml Farbe eingefüllt und habe das mit mindestens 10% Wasser gemischt, das heißt dann 60 ml Wasser, ich nehme auch schon irgendwie 100 ml Wasser drin, ist ja egal, trocknen wird es sowieso. Das ist der Apparat von dem Wall Perfect, das sind zwei Teile, da ist einfach mal das Griffstück, wird hier so aufgedreht, bums, fertig, hier bedienen, hier stellt man ein, die Stärke, das ist einfach über diese Schraube, verstellt sich dann der Hebel, ob ich ihn weiter nach hinten drücken kann oder weniger weiter nach hinten drücken kann. Ne? Fertig, ich mache mal ein bisschen weniger, weil ich noch nicht so geübt bin mit dem Gerät. Hier vorne ist die Düse bedeutet, wenn sie hochkant steht, sprüht der Strahl quer, drehe ich hier leicht auf, stelle die Düse waagerecht, sprüht der Strahl hoch, drehe ich wieder auf, ist der Akku alt. Stelle ich sie so, also so schräg, dann habe ich einen Punkt, sprühe nur einen Punkt. Mensch, was macht dann der Hund? Kann man einen Hund abstellen? Raus, komm. Ja, wie gesagt, stelle ich die Düse schräg. Dann sprüht sie nur auf den Punkt. Je näher ich dran gebe, so größer wird der Punkt, ist ganz einfach fertig klar. Wie gesagt, Saugstutze stelle ich nach vorne. Ist praktisch für Arbeiten, die mehr nach unten gerichtet sind. Schicke den Saugstutze schräg nach hinten. Sind es Arbeiten, die ich so mehr fast über Kopf machen muss oder ein bisschen an der Decke schräge, egal was. So. Wie gesagt, das ist der Wagner. Grund, warum ich das euch heute vorführe, ist, ich habe hier an der Wand, da ist mir ein Kaffeetasse runtergefallen, dann hatte ich einen wunderschönen Kaffeefleck an der Wand, den habe ich mit nichts weggekriegt, ich gebe zu, ich war ein bisschen faul, habe mit Wasser weggeputzt, ging nicht so astral weg, und ich möchte es jetzt heute übersprühen, nur die Stelle, und lasse es rechts, links ein bisschen auslaufen und hoffe, dass man den Fleck nicht mehr sieht, beziehungsweise dass man das Nachsprühen nicht mehr sieht. So, also ich gehe her, stecke den einen Schlauch, das eine Schlauchende hier rein, dann habe ich schon mal was vorbereitet, Verlängerungskabel, stecke natürlich den Apparat hier rein. So, schalte ich das Ganze ein. Staubsauger. Ja, hier strömt die Luft raus. So. Wie gesagt, habe ich hier Farbring gemischt, habe das jetzt hier aufgeschraubt, es wird ganz einfach aufgedreht. So, meinen Strahl stelle ich ein.
waagrecht. Nein. So. So will ich sprühen, damit ich hier über die Breite schöne Strahl hinkriege. Und nicht hier wie alles voll siff. So. Jetzt schließen wir das Ganze an den Schlauch an. Jetzt, wenn wir den jetzt einschalten, weil ihr merkt, dass die Luft abströmt, nicht erschrecken. Es hat folgenden Sinn: Hier vorne strömt durch die Löcher, erzeugt die Düse einen Luftkanal, Lufttunnel und umschließt quasi den Farbstrahl mit Luft, damit kein Farbstrahl oder kein Farb irgendwo im Raum rumspult, sondern damit es gezielt dahin kommt, wo sie hinkommen soll. So habe ich das ungefähr verstanden, wie ich es auf der Wagner-Seite erklärt habe. So, Achtung, machen wir mal den Apparat auf. Was ich jetzt festgestellt habe, für meine Verhältnisse ist das Ergebnis eigentlich immer gut. Ich muss natürlich jetzt abwarten, wenn die Farbdruck ist, wie es aussieht. Aber ich finde ein bisschen der Farbstrahl ein bisschen bröcklich. Also vermutlich habe ich zu wenig Wasser rein. Also gehen wir mal, kann man lieber so, weil merkt man ja, wenn die Farbe dickflüssig ist, geht man auf 20% Flüssigkeit, Verdünnung und dann müsste es eigentlich gut funktionieren, ne? Denke ich. Wichtig ist verdünnen, weil ohne verdünnen saugt das Teil es nicht an und bringt es vorne auch nicht raus. Was wir jetzt mal ausprobieren können, ne, wir probieren nichts aus. Ich gehe jetzt mal hier, ich habe ja die Durchflussmenge, drehe ich jetzt mal ganz hoch auf Plus und jetzt Achtung. Also ich würde sagen, der Effekt sieht man nicht mehr. Ich warte jetzt mal ab, wenn es trocken ist, dann sieht es, würde ich sagen, für meine Verhältnisse super aus, wenn ich es vergleiche mit anderen, was rechts und links neben dran ist. Denke ich mal, gutes Ergebnis. Ich würde es euch gerne mal zeigen an der langen Wand, weil weiß auf weiß ist eigentlich beschissen, ne? Das Video ist riesig taub, aber die Ostfriese Staub, die Ostfriese fahren, weiße Taub auf weißem Grund. Ja, vielleicht habe ich irgendwann noch ein Projekt, wo ich weiße Wand, graue Wand oder irgendwas in andere Farbstreich sprühe. Dann werde ich das auch hier bei YouTube einstellen. So, macht's gut, bis zum eventuell nächsten Tutorial irgendwann. Vielleicht mit Wallperfect Wagner, vielleicht mit irgendwas anderes. Tschüssi, ciao!